Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex-Marktupdate. Heute zum Thema, wie könnte es anders sein? DAX und Euro, ist die Erwartung an den Rest der Woche. Aber wie immer am Anfang erst einmal die Risikowarnung. Erfreulicherweise folgt der Euro-US-Dollar weiterhin unseren Prognosen bzw. den Prognosen der letzten Handelswoche und ja, scheiterte direkt mal am Weekly 50er 55 EMA, zumindest auf Close-Basis, und das war ja auch erwünscht, so wollten wir das ja. Und genau das war ja das Szenario, was wir hier sehen wollten, dass eben auf Weekly-Basis hier drunter schließt, um dann wieder eine Korrekturbewegung anzustreben. So, wir können auch mal auf dem Daily-Chart kurz mal reinschauen. Das war ja hier auch an dieser aufwärts gerichteten Trendlinie, darüber hatten wir letzte Woche gesprochen, und gleichzeitig entsprach das auch dem 123,6er Fibonacci Expansion Level, welches wir hier angelegt hatten. Aber zurück zum Weekly Chart. Was ist natürlich, was ich mir diese Woche erwarte, wäre ein Rückgang bis auf diese circa 1,10, 1,1030, vielleicht auch ein Stück tiefer. Er hat ja Platz durchaus bis 1,0960, ungefähr 1,0950. Also diese ganze Pufferzone, die können wir sicherlich auch ein bisschen breiter machen. Moment, so, dass wir hier die Wochenspikes und die Wochenkerzenkörper auch alle abgedeckt haben. Und gleichzeitig entspricht das natürlich einem Retest von oben auf diese wichtige Trendlinie bzw. auf diesen roten Trendkanal. Das ist natürlich hochinteressant. Könnte bedeuten, dass das alles hier bloß ein Short-Fehlausbruch war und der Kurs sich jetzt hier wieder stabilisiert und stark ansteigen kann, beispielsweise hier in Richtung 1,20. Darüber hatten wir auch letzte Woche gesprochen. Hier gibt es ja noch so ein offenes Gap, welches noch geschlossen werden müsste. Gleichzeitig hier Weekly 144 EMA bzw. Monats 34 EMA. Also recht interessanter Kursbereich. Momentan natürlich noch absolute Zukunftsmusik als erste Instanz. Falls sich der Euro-US-Dollar hier in diesem Bereich stabilisieren sollte, rechne ich erst einmal mit einem weiteren Kursanstieg bis circa 1,1450 bzw. 1,15. Noch einmal quasi an diese Trendlinie bzw. an die Oberseite hier dieser großen Seitwärtsrange. Ja, alles, was wir hier an diagonalen Trendlinien sehen, ist ja bloß Beiwerk. Das wirklich Wichtige passiert mit den oder im Zusammenhang mit den horizontalen Widerständen Unterstützung. Diese Trendlinien oder diese vermeintlichen Trendkanäle sind jetzt erst einmal nur, dienen erst einmal nur der Orientierung oder als zusätzliches Signal. Was wir aber an dieser Stelle wieder sagen müssen, falls sich diese Wochenbewegung hier, oder beziehungsweise hier haben wir ein schönes Beispiel für so einen Evening Star, zumindest vermeintlichen Evening Star der letzten Handelswoche. Das bedeutet also, hier sollte eine Short-Umkehr in Gang kommen, rein, wenn wir jetzt mal nach dieser Candlestick-Thematik gehen. Aber diese Umkehrsituation muss eben noch einmal bestätigt werden, und deshalb rechne ich eben so fest damit, dass der Kurs dann an diesem Punkt sich stabilisieren kann und eben noch einmal steigen kann. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Daily Chart an. Wie können wir jetzt daran direkt partizipieren? Ich hatte ja bereits letzte Woche gesagt, dass man natürlich hier an dieser Trendlinie hätte man natürlich einsteigen können. Ist aber eine sehr, sehr heikle Geschichte. Denn ja, hier war ja nicht wirklich irgendeine Orientierung für einen Stop-Loss. Der Stop-Loss hier hätte jenseits von Gut und Böse gelegen. Also das war sehr, sehr uninteressant. Ich habe aber zumindest hier, als diese Kerze hier drunter geschlossen hat, dann angefangen, hier meine Long-Position von hier unten zu hedgen. Das war zumindest der Plan. Die war hier schön im Plus mit über 500 Pip. Und da hieß es, die jetzt wirklich erst einmal in den Hedge-Modus zu setzen. Ja, denn das nächste, was natürlich wichtig ist, wenn er wieder unter diese Trendlinie hier kommt, die wir hier sehen, und das Ganze dann noch einmal von unten testet, wäre das selbstverständlich interessant, um hier beispielsweise zu shorten, beziehungsweise hier erst einmal in diesen Retest überzugehen. Ja, zunächst einmal hier Daily 34 EMA, das oder Daily 50er 55 EMA, das ist diese Zone, über die wir gerade im Weekly Chart gesprochen haben. Die finde ich hochinteressant, und wenn er sich hier stabilisiert, vielleicht so ein paar Kerzen bildet, könnte man vielleicht sogar davon ausgehen, dass er eben diesen Retest an diese Wimpelformation oder an diese bullische Flagge eben noch weiter hinausschiebt und dann wirklich hier erst einmal nochmal steigt, und da könnte man ab diesem Zeitpunkt so 450 bis 500 Pip noch einmal mitnehmen. Also das finde ich ganz interessant. Aber momentan absolut noch gar nicht die Chance, das auf irgendwie auf Penning oder Basis zu machen. Hier müssen wir wirklich erstmal warten, ob der Kurs hier auf Tagesbasis sich stabilisiert, vielleicht den einen oder anderen Spike bildet, damit man sich eben hier an dieser Stelle dann auch hinsichtlich eines Stop-Loss orientieren kann. Und bis das noch nicht passiert ist, spielt das hier keine Rolle, beziehungsweise können wir die ganze Sache noch sehr, sehr ruhig angehen. Aber hochinteressant, dass der Kurs eben wirklich das macht, was er sollte. Das hilft uns selbstverständlich bei der Orientierung und schafft natürlich auch Sicherheit.
Also, was hat das natürlich für mögliche Konsequenzen für den deutschen Leitindex DAX? Gucken wir uns das an. Wo steht der DAX? Wir haben heute früh drüber gesprochen. Da ist gerade hier dieses gigantische Gap entstanden. Ich gehe mal schon auf den H1-Chart und da sehen wir schon, der Kurs hat auch dann wirklich ziemlich punktgenau diese vermeintliche Keilformation getestet. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch im Laufe der nächsten Stunden vielleicht nochmal so einen kleinen Schub hier nach oben bekommt. Möglicherweise H1 237 EMA testet und in diesem Zusammenhang auch die Unterseite dieser ehemaligen Range. Das würde mir natürlich ganz gut passen. Dann könnte man auch Intraday an diesen Gap Close hier traden. Das sind ja ungefähr, ja, wie ist es hier, fast 890 oder 900 Punkte sind das hier. Nicht 900 Punkte, ich gucke hier auf die ich gucke hier auf die Punktzahl, ja, aber leider nicht auf die Anzahl der Punkte von der Entfernung her. Das sind ungefähr 260 bis 280 Punkte, die man dann hier runter traden könnte. Also nicht ganz uninteressant, aber wie gesagt, da muss man schon ein bisschen gucken, wo hier wirklich der Widerstand entsteht. Also wenn wir auf H4-Basis wirklich den ganzen Tag hier oben bleiben, auf diesem 76,4er, 78,6er Expansion-Level, dann ist das natürlich sehr, sehr interessant und man könnte davon ausgehen, okay, geht jetzt eben erst einmal noch einmal in die Korrektur, holt sich hier diesen Gap-Close und geht dann noch einmal rauf. Also so ähnlich diesem Zickzack-Verhalten US-Dollar. Aber aufpassen. Aufgrund dieser großen Gap-Bildung ist eben diese negative Korrelation zwischen Euro-US-Dollar und DAX, die wir üblicherweise immer mal betrachten, nicht aufgehoben, aber sie wird stark, sie entwickelt viele Fehlsignale, denn es kann sein, dass der Euro-US-Dollar fällt und der DAX auch, ja, weil der DAX eben diesen Gap-Close noch zu absolvieren hat, beziehungsweise die Nachtbewegung. Und das müssen wir definitiv im Hinterkopf behalten. Er war hier, das Nachttief war irgendwo hier bei 9.018 Punkten. Also er hat hier durchaus noch, auf jeden Fall noch 200 Punkte Platz nach unten und dann eben gleich diesen Gap Close hier zu absolvieren. Demnach zusammengefasst, Intraday zwei Chancen. Erstens hier oben Short auf diesem Niveau oder eben, wenn er nochmal ein kleines Stück hochkommt, den Gap Close traden und gegebenenfalls, falls sich der Kurs hier an diesem Punkt dann stabilisiert, könnte man dann entsprechend könnte man entsprechend hier dann hochtraden. Das Ziel, nun ja, es ist durchaus Platz nach oben. Das müssen wir ganz klar sagen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Euro-US-Dollar hier auf den Daily 34 EMA, Daily 50er, 55er zurückfällt, könnte es eben auch sein, dass der DAX diese Bewegung nachmacht und hier in Richtung Daily 34er, Daily 50er, 55 EMA hochmarschiert. Klingt natürlich momentan total utopisch, kann man sich nicht vorstellen, denn dann wären wir quasi wieder an dieser Trendlinie hier dran, beziehungsweise oberhalb dieses horizontalen Supports. Aber das kann durchaus sein. Ja. Solange wir auf Wochenbasis eben unterhalb dieses Bereichs bleiben, halte ich weiterhin diese Kursziele bei 8.666 bzw. 8.885 Punkten, 8.400, 8.333 Punkten für weiterhin realistisch. Ja, das muss ja auch nicht komplett so ablaufen. Er muss jetzt nicht gleich hier hochgehen und dann runter. Das kann auch sein, er kommt eben heute mal in diesen Widerstand, macht den Gap Close, dann rutscht er doch durch das Gap wieder durch, holt sich erst diese Short-Kursziele und geht dann erst wieder in diese starke Rallye über. Ja, also ich habe es ja schon vor einigen Wochen auch gesagt, von einer stabilen Kursbewegung oder von einem stabilen Trend im DAX oder allgemein im Markt sind wir noch weit entfernt. Ja, das geht eben weiterhin hin und her. Was schön ist, das sind keine Mini-Bewegungen. Es sind wirklich relativ große Bewegungen, wo man auch kurz- und mittelfristig einiges mitnehmen kann, einiges an Umsatz generieren kann und das auch mal ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen, diese Positionen mit drin lassen kann. Aber dass das Ganze eben schon so ein paar Monate hält, das ist momentan noch sehr, sehr gewagt, sowas festzustellen, beziehungsweise halte ich es eher für unrealistisch. Auf dem H1-Chart für heute noch eine kleine Anmerkung. Ich muss nochmal ranzoomen. Als Orientierung könnte man durchaus hier diese Trendlinie hier in den Fokus rücken. Die überschneidet sich auch hier mit der Oberseite des Keils. Also das ist hier keine Trendlinie, die jetzt irgendwie eine Flagge symbolisiert oder sowas in der Art und Weise. Aber hier als Orientierung könnte man die durchaus nutzen und falls sich der Kurs eben wobei dieser Trendlinie wieder stabilisiert, im Tagesverlauf oder eben morgen, können wir das als Anhaltspunkt nehmen, um hier noch einmal hoch zu traden. Platz ist ja erst einmal, wenn wir mal den Daily 34er markieren, ungefähr hier, Daily 50er ungefähr hier. Und dann gehen wir mal auf den H1 zurück. Da sehen wir schon, hätten sehr, sehr viel Platz nach oben ab diesem Punkt und könnten das Ganze hochtraden. Aber wie gesagt, alles noch Zukunftsmusik. Erst einmal backen wir hier kleine Brötchen, begnügen uns mit diesen Kursbewegungen und
ja, verdienen eben damit das Geld. So, in diesem Zusammenhang wünsche ich natürlich viel Erfolg bei diesen Setups und bei allem, was Sie oder ihr sonst noch so traden und tradet, und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Tschüss.